Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, was? Noch eine Folge? War das Spiel nicht zu Ende? Ja, aber nach den Credits, also am Ende vom letzten Teil, wenn ihr das Ganze bis zum Ende geguckt habt, habt ihr noch mal einen zusätzlichen Abspann sehen und dann ist das in den Epilog übergeleitet. Und da sind wir jetzt. Und jetzt müssen wir mit Markgraf Jobst sprechen. Und eventuell bekommen wir noch das Schwert zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sich das hier noch erstreckt. Ich habe in dem Zug jetzt auch nochmal, weil ich mich da jetzt selber etwas gewundert hatte, habe ich selber nochmal nachgeguckt mit den Kapiteln. Es kann sein, dass sich das mittlerweile, also es war jedenfalls ursprünglich der Plan, es kann sein, dass es mittlerweile nicht mehr so ist. Jedenfalls sind die Entwickler schon an einem DLC am Arbeiten und auf WCCTH war das, glaube ich, so eine Tech-Seite stand, dass man dann eine Frau als Protagonisten spielt. Also keine Ahnung, wie, ob dann die Story hier weitergeführt wird. Naja, komme ich jetzt hier raus? Die Hellebarde versperrt mir den Weg. Ist ja super. Das ist irgendein Loot von den Leuten, der nicht beseitigt wurde. Steck die Waffe weg, verflucht. Steck die Waffe weg, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Ja, sorry, aber sonst kam ich nicht aus meinem Raum raus. Ist das dein Ernst? So, dann müssen wir jetzt nach da hinten. Hey, pass auf! Die Leute heutzutage. Was zur Hölle? Oh, da bin ich zwar jetzt daneben gesprungen, aber ich habe erstaunlicherweise ganz gut überlebt. Hab mir halt beide Füße gebrochen, aber das passt schon. Die wachsen wieder zusammen. Da kann man sich gut runterkicken. Hier sind wir zu weit. Naja, klar, logisch. Dahin. Ah, Heinrich. Gehst du etwa auch zum Treffen mit Markgraf Jobst? Ja, stimmt. Was ist mit Istvan? Ich nehme an, dass er uns entwischt ist? Richtig. Denn hätten wir ihn, wärst du der Erste, der es wüsste. Aber keine Sorge, wir kriegen ihn noch. Ich hoffe, du hast recht. Wie auch immer, lass uns sehen, was Jobst von uns will. Meine Herren, möge Gott euch segnen. Dich ebenso, Herr Capon. Das ist mein Sohn, Heinrich. Ich wusste nichts von einem Sohn, Herr Ratzig. Es war auch für Heinrich eine Überraschung. Dieser werte Herr ist Johann der Zweite von Liechtenstein, Mitglied meines Rates. Eine Ehre, meine Herren. Tretet näher! Markgraf wollte uns eben den Grund seines Besuchs verraten. Euer Gnaden? Hochverehrte Herren, wir sind uns sicher einig. Die Unruhen müssen ein Ende haben. Das Land braucht einen König. Die Frage ist, welchen König? Mein Vetter, Wenzel der Vierte, der gefangen gehalten wird. Ich gebe zu, deine Antwort überrascht mich ein wenig, mein Herr. Wenn ich richtig informiert bin, hieltest du es bis vor kurzem mit deinem Vetter Sigismund. Das streite ich nicht ab. Mein Standpunkt war stets deutlich. Aber die Zeiten haben sich nun mal geändert.
Was genau hat sich geändert, euer Gnaden? Nun, in einer Sache stimmen wir ohne jede Frage überein, nämlich der, dass König Wenzel seines Vaters Gabe für das Regieren nicht geerbt hat. Leider haben seine Misserfolge Böhmen, den Adel und unsere ganze luxemburgische Familie viel Kraft und Geld gekostet. Wie konnte es der König so weit kommen lassen, verdammt! Es ist seinem Charakter geschuldet. Ihn interessieren nur Wein, Frauen und die Jagd. Er ist ein König, der nie König sein wollte. Warum überließ er die Krone dann nicht seinem Bruder? Junger Herr, die Krone lastet schwer, wenn es gilt, Pflichten zu erfüllen. Aber sie aufzugeben bedeutet auch die Aufgabe von Privilegien. Aber er hat seinem Bruder Macht überlassen. Als die Dinge aus dem Ruder liefen, bat Wenzel seinen Bruder Sigismund, die Ordnung wiederherzustellen. Heißt das etwa, Wenzel hat Sigismund hergeholt? Mir dreht sich so langsam der Kopf. Es ergibt mehr Sinn, als man denken mag. Sigismund wollte die Macht des Hauses von Luxemburg wiederherstellen. Er glaubte, wenn er Wenzel hilft, die Kaiserkrone zu erlangen, würde dieser ihm mit Sicherheit zum römisch-deutschen Thron verhelfen. Und das Regieren des Reiches und Böhmens ihm überlassen. Während Wenzel weiterhin das tun würde, was er am besten kann, und zwar das Leben am kaiserlichen Hof genießen. Warum wurde Wenzel nicht zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt? Er wurde doch schon vor langer Zeit gewählt. Er hätte sich doch nur noch vom Papst die verdammte Krone aufsetzen lassen müssen. Wer weiß, vielleicht zog er es vor, auf die Jagd zu gehen und Zeit mit Zuberdirnen zu verbringen, anstatt mit dem Papst. Zugegeben, das würde ich auch. Sigismunds Plan hört sich stimmig an, aber so ist es wohl nicht gelaufen, nicht wahr? Für eine Weile schon. Sein Bruder und er trafen eine Übereinkunft. Sigismund übernahm von ihm die Verwaltung des Reiches und bereitete unverzüglich Wenzels Reise nach Rom zur Krönung vor. Doch dann begriff Wenzel, dass er nur eine Marionette mit einer Krone wäre. Ich muss sagen, Markgraf Jobst, Wenzel und Prokop verhielten sich wie unartige Kinder, die eine gute Tracht Prügel gebraucht hätten. Da würde Sigismund zustimmen. Er plante bereits seine Herrschaft über Böhmen, aber Wenzel machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Ich denke, er verlor die Geduld und wollte Wenzel zur Krönung zerren, egal wie der sich dagegen wehrte. Wie ein unartiges Kind, könnte man sagen. Also entführte er ihn und deinen Bruder Prokop, wenn ich das richtig verstanden habe. So ist es. Und du hast ihm geholfen. Hab ich nicht recht? Ja, meine Herren, ich war dort, als Sigismund Prokop entführte. Ich dachte, dass sich die Dinge regeln lassen würden, dass wir meinen Bruder zur Vernunft bringen könnten. Doch Sigismund hatte sich in den Kopf gesetzt, dem Streit ein für allemal ein Ende zu setzen, koste es, was es wolle. Und ich konnte nichts tun, um ihn aufzuhalten. Das ist einer der Gründe, weshalb ich jetzt hier bin. Das Schlimmste ist, dass alles vergebens war. Der Aufstand wurde nicht beendet, nein, im Gegenteil, er eskalierte. Und das Chaos, in dem wir nun stecken, ist die Folge davon. Das ist wohl wahr, Herr. Aber ich muss zugeben, ich verstehe deinen Standpunkt nicht. Der König ist unfähig und wir sollen ihn beschützen? Die traurige Wahrheit ist, dass wir trotz Wenzels vieler Fehler keinen anderen Kandidaten haben. Also müssen wir mit seiner Faulheit auskommen. Ha, immerhin mag das Volk ihn. Aber was sollen wir nun tun? Sigismund hat die Herrenvereinigung hinter sich. Otto von Bergo, Heinrich von Rosenberg. Die Situation ist absolut außer Kontrolle. Auch die Adligen der Herrenvereinigung sind zu der Erkenntnis gelangt, dass Sigismund die völlig falsche Wahl war. Also ist Bergo jetzt auf unserer Seite? Sollen wir mit ihm eine Armee aufstellen und uns Sigismund zur Schlacht stellen? Wir sind nicht in Ungarn. Diese Dinge können elegant gelöst werden, ohne unnötige Feindseligkeiten und Kosten. Ich habe eine Allianz ausgehandelt mit den ungarischen Bischöfen, den polnischen und natürlich dem tschechischen Adel. Gegen Sigismund. Er verliert jeden Tag mehr an Einfluss und deshalb brauche ich auch eure Hilfe. Hilfe welcher Art? Sigismund befehligt eine riesige Armee und viele stehen ihm vermutlich immer noch bei. Hast du eine fähige Armee zur Verfügung? Nein, das ist nicht das, was ich damit meine. In Ungarn gab es einen Aufstand gegen Sigismund und ein bisschen habe ich damit zu tun.
Jetzt muss er sich entscheiden, ob er die böhmische Krone will, was ein äußerst riskantes Unterfangen wäre, oder sich doch lieber an die ungarische klammern will. Beide bekommt er nicht. Und in Ungarn erwartet ihn ein harter Kampf. Ob er diesen gewinnt, ist fraglich. Und Rosenberg und Bergo wissen das auch. Sie sind nämlich nicht dumm. Wenn sich der böhmische Adel vereint, dann werden sie fallen. Darauf haben wir kaum Einfluss, Markgraf. Ratzig hier hat nach seinem Bündnis mit Wenzel alles verloren. Herr Divisch erging es beinahe ebenso. Und sogar Ratei ist gegen Sigismunds Truppen wehrlos. Außerdem, Euer Gnaden, ist König Wenzel in Wien in Gefangenschaft. Von dort aus kann er nicht regieren. Was schlagt ihr also vor? Mit verschränkten Armen dazusitzen, bis ganz Böhmen zu Asche verbrannt ist, wie Skalitz? Dieser sinnlose Krieg muss ein Ende finden. Weißt du denn, Herr, wie der wahre Standpunkt der Herrenvereinigung aussieht? Tja, es steht im Moment leider nicht zum Besten zwischen uns. Du musst sie also selber fragen. Aber ja, warum eigentlich nicht? Ich besuche Bergo auf seiner Burg und höre mir an, was er zu sagen hat. Das ist gar keine so schlechte Idee, junger Herr. Richtig, aber sehr riskant. Ich bezweifle, dass Bergo einem blaublütigen Boten schaden würde. Du hörst dir an, was er zu sagen hat und was die Herrenvereinigung plant. Danach entscheiden wir, wie wir weiterverfahren. Ich helfe dir, einen Brief zu verfassen. Ich hätte gern Heinrich dabei. Warum nicht? Er hat sich als sehr fähiger Ermittler erwiesen und ist auch eine gute Leibwache, falls etwas schiefläuft. Und ich schicke Herrn Johann hier als mein Auge und Ohr nach Kuttenberg. Ich denke, beide Berichte werden uns in dieser Situation weiterhelfen. Wann wollt ihr los? Sobald ich gepackt habe. Gut. Markgraf Jobst und ich verfassen den Brief. Bereitet euch vor, wir treffen uns hier wieder. Aha, und es jetzt? Es wäre wohl das Beste, in deinem Namen zu schreiben, als Herr von Leiper. Guck mal, was sie schreiben. Was genau soll ich schreiben? Nicht was, sondern eher wie ist die Frage. Wir müssen erfahren, wie sie zur Befreiung des Königs und Sigismunds Sturz stehen. Also ob sie Ärger machen oder uns beistehen würden, aber... Aber wir müssen es so formulieren, dass Herr Capon nicht aus dem Kopf gepeitscht wird. Bernhard, was hältst du von Markgraf Jobst? Nach dem, was ich über ihn gehört habe, würde ich ihm kein Stück trauen. Ich auch nicht. Vertraue keinem, der derart gern sein Mäntelchen nach dem Wind hängt. Genau. Und die Sache mit Prokop kaufe ich ihm nicht ab. Er hat seinen eigenen Bruder hintergangen. Der Rest ist nur Gefase. Andererseits ist Jobst in der Lage, den Adel auf seine Seite zu ziehen. Er könnte Sigismund tatsächlich ausboten. Um die Plünderungen Böhmens durch landfremde Heere zu beenden. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich würde gerne noch etwas vorschlagen. Wie Sie zu meiner, das heißt, zur Initiative von Markgraf Jobst von Mähren und einem Großteil des böhmischen Adels stehen. Ob Sie gedenken, gegen Sie vorzugehen oder Sie zu unterstützen. Du liest meine Gedanken, Herr. Naja, das ist in einem ziemlich fiesen Loop drin. Sprich mit deinem Vater. Ja, machen wir das. Was hältst du von all dem, Herr Divisch? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dann sind wir schon zu zweit. Würde ich Jobst nicht kennen, hätte ich ihm ohne weiteres geglaubt. Aber ich habe schon zu viele Geschichten über ihn gehört. Ich ebenso. Aber ich glaube auch, dass er die besten Chancen hat, alles ins Lot zu bringen. Warten wir ab, was wir von Bergo erfahren. Wenn die Herrenvereinigung auf Sigismunds Seite steht, sind unsere Möglichkeiten ohnehin begrenzt. Warten wir ab. Warten wir ab. Na dann. Du hast also eine Mission vor dir. Ja, ich freue mich drauf. Ich will deinen Eifer nicht schmälern, mein Junge, aber sei vorsichtig. Wir leben in unruhigen Zeiten. Wer weiß, was geschieht. Und Bergo ist sicher kein Heiliger. Keine Sorge. Ich weiß, du hast bewiesen, dass du gut zurechtkommst.
Aber sei bitte vorsichtig. Du reist als Herrn Capons Leibwache. Du musst Sorge tragen, dass ihm nichts zustößt. Halte die Augen und Ohren offen. Was Bergo euch erzählt, ist eine Sache. Was du siehst, vielleicht eine ganz andere. Sei versichert, Vater. Und lass dich in nichts verwickeln. Überbringt den Brief, hört euch die Antwort an und kehrt zurück. Ja. Also gut, Bergo ist auf Burg Troski. Du wirst überrascht sein, wenn du sie siehst. Sie ist eine der schönsten dieses Landes. Sie liegt 3 Tagesritte von hier entfernt. Wenn ihr nicht auf Schwierigkeiten stoßt, solltet ihr bald zurück sein. Irgendwelche Fragen? Okay, es scheint ja dann vielleicht doch noch ein ziemliches Stück Spiel zu sein. Ich finde diese ganze Luxemburger Sippschaft ehrlich gesagt ziemlich verwirrend. Die Luxemburger regieren das Kaiserreich und Böhmen seit fast 100 Jahren. Kaiser Karl brachte diesem Landstrich Wohlstand. Solange er an der Macht war, ging es uns großartig. Wenzel und Sigismund sind seine Söhne, aber von 2 Müttern. Jobst und Prokop sind ihre Vettern. Sie wurden damit betraut, Mähren zu regieren. Doch stattdessen befehden sie sich seit Jahren und nun liegt auch Sigismund mit Wenzel im Streit. Wenzel hatte noch einen Bruder, Johann von Görlitz. Er war der Jüngste und wurde womöglich vergiftet. Sie scheinen ein hitzköpfiges Geschlecht zu sein. Es ist schwierig, über sie im Bilde zu bleiben, denn sie wechseln ihre Verbündeten von einem Tag auf den anderen. Ich bin auch mal gespannt, ob wir dann in eine neue Gegend kommen. Oder ob das alles nur in einer Sequenz abläuft. Wer ist dieser Jobst wirklich? Der Vetter von König Wenzel und der Markgraf von Mähren. Aber ich gebe zu, ich durchschaue ihn auch nicht. Bis vor kurzem hielt er es mit der Herrenvereinigung. Eine Weile stand er sogar auf Seiten Rupprechts von der Pfalz gegen den König. Und nun hat er seine Loyalitäten schon wieder verdreht. Ich weiß nicht warum und bin mir daher nicht sicher, ob er edle Beweggründe hat. Man sollte ihn gut im Auge behalten. Trotz allem ist er momentan der Anführer der Rebellion gegen Sigismund. Wir müssen eben abwarten, was weiter passiert. Ich bin besorgt, weil viele Leute so wenig von König Wenzel zu halten scheinen. Du kennst ihn doch, oder? Wie ist er wirklich? Ach, das ist nicht so einfach zu beantworten. Aber gewiss ist er ein hervorragender Jagd- und Trinkkumpan. Er kann jedoch äußerst aufbrausend und ungestüm sein, wenn ihm etwas missfällt. Er ist nicht zum König geboren und findet sein Amt ermüdend. Aber hat man das Zepter erst ergriffen, kann man nur schwerlich wieder davon lassen. Er kann nicht einfach abdanken. Du hast ja gesehen, was passiert, wenn der König ein paar Monate verschwindet. Besser ein schlechter, aber rechtmäßiger König als ein Krieg um den Thron. Wer ist dieser Prokop? Wer ist dieser Prokop, von dem Jobst sprach? Jobsts Bruder und des Königs Vetter. Prokop und Jobst haben sich jahrelang um Mähren bekriegt. Dann waren sie eine Zeit lang Verbündete, hintergingen Wenzel und stellten sich auf die Seite Rupprechts von der Pfalz. Doch nachdem Sigismund Wenzel entführte, trat Prokop eine Revolte gegen ihn los und Sigismund nahm ihn ebenfalls gefangen. Politik. Denk darüber, was du willst. Ich für meinen Teil kann mir meist keinen Reim darauf machen. Die Herrenvereinigung? Wer sind die Herrenvereinigung und dieser Bergo, zu dem wir reiten werden? Die Herren der mächtigsten Häuser, Heinrich von Rosenberg, Otto von Bergo, Heinrich von Neuhaus und andere, sie waren ungehalten darüber, dass sich ihr Einfluss schmälerte, als Wenzel Adlige niederen Ranges um sich scharte. Vor Jahren entführten sie den König, um ihm ihren Willen aufzuzwingen. Damals kamen sie damit durch, und nun haben sie sich Sigismund angeschlossen und tun es wieder. Aber es scheint mir, dass Sigismunds Verhalten ihnen mittlerweile auch langsam missfällt. Warten wir ab, was Bergo dazu zu sagen hat. Klingt mir danach, als wenn die das ganze politische Setting ausgelagert hätten auf dem Prolog. Epilog. Ich weiß nur wenig über Sigismund. Er ist der jüngere Bruder des Königs und rechtmäßiger König von Ungarn. Vor 7 Jahren führte er einen Kreuzzug gegen die Türken und verlor bei Nikopolis. Manche sagen, es war der Leichtsinnigkeit der französischen Ritter geschuldet, die fast alle grausam starben. Sigismund ist ehrgeizig und fähig, vielleicht wäre er sogar ein besserer König als Wenzel. Aber er ist auch grausam und arrogant, wie wir selbst erlebt haben. Bis vor kurzem wurde er vom ungarischen Adel gefangen gehalten. Sie können ihn genauso wenig leiden wie manche tschechische oder deutsche Adlige seinen Bruder Wenzel.
Ironischerweise schloss Wenzel sich Jobst an, um Sigismund zu befreien. Und so dankte es Sigismund seinem Bruder. Es besteht kein Zweifel. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Ruprecht von der Pfalz? Ruprecht von der Pfalz. Diesen Namen kannte ich bis vor kurzem nicht. Ruprecht ist der Kurfürst der Pfalz. Was ist denn ein Kurfürst? Die Kurfürsten sind die Würdenträger des Heiligen Römischen Reiches, denen das Recht obliegt, den römisch-deutschen König zu wählen, welcher dann vom Papst gekrönt wird. Ruprecht riss den Titel mit Hilfe von 3 weiteren Kurfürsten an sich, obwohl Wenzel bereits zum König ernannt worden war. Einige Adlige erkannten Ruprecht an, doch als er sich nach Rom begab, um sich krönen zu lassen, endete es in einem Fiasko. Nun versucht er sein Möglichstes, um Wenzel dazu zu bewegen, ihn anzuerkennen, doch bisher ohne Erfolg. Also haben wir jetzt 2 römisch-deutsche Könige. Jobst stand eine Weile auf Sigismunds Seite, änderte seine Meinung dann jedoch, scheint, als täte er das öfter. Dieser junge Herr Johann von Liechtenstein? Dieser junge Mann, Johann von Liechtenstein, warum ist er hier? Die Liechtensteiner sind eine mächtige österreichische Familie mit Besitztümern in Österreich und Mähren. Herr Johann sitzt in Jobsts Rat. Da sich der König in Wien in Gefangenschaft befindet, ist es sicher sinnvoll, sich mit mächtigen Österreichern zu verbünden. Könnte nützlich sein. Das war alles. Das war alles. Nun gut, nimm Hanuschs Brief und viel Glück, mein Sohn. Na gut. Was ist das nächste Ziel? Hol den Brief. Brief nehmen. Ich glaube, das ist ein guter Brief, meine Herren. Ohne Zweifel. Man kann nicht herauslesen, ob wir Sigismund unterstützen oder bekämpfen. Ich muss zurück nach Brünn, aber bald werde ich nach Brandenburg reisen und auf dem Rückweg hier Halt machen. Bis dahin sollte Herr Capon zurück sein und dann besprechen wir alles Weitere. Gut. Aber bevor du gehst, werter Herr, es gibt da noch etwas, das mich beschäftigt. Warum kam Sigismund als Feind zu uns? Das ergibt keinen Sinn. Mein gnädiger Herr, wenn ich das erklären dürfte. Oh, ja bitte, erleuchtet uns, junger Herr. Ich lebe nicht weit von Ungarn entfernt, wo Sigismund regiert. Es ist ein wildes Land, ständig im Krieg mit den Türken, das hat die Menschen abgestumpft. Sie brauchen einen Monarchen mit eiserner Hand. Als Sigismund hier eine Rebellion witterte, agierte er dementsprechend. Doch seine Vorgehensweise mit den ungarischen Adeligen funktioniert hier in Böhmen nicht. Ordnung zu schaffen ist eine Sache, Barbaren rauben und brandschatzen zu lassen eine andere. Was soll das bringen, frage ich mich. Sigismund hat dem böhmischen Adel zunächst die Chance gegeben, sich auf seine Seite zu stellen. Erst als sie abgelehnt haben, hat er die Geduld verloren und das Schwert in die Hand genommen. Und was die Barbaren angeht, er kann sich nichts Besseres leisten. Der ungarische Adel hätte mit diesem Feldzug in Böhmen absolut nichts zu gewinnen. Folglich hatte er für eine richtige Armee kein Geld, also musste er die Kumanen rekrutieren. Was er ihnen nicht zahlen kann, das plündern und stehlen sie eben. Nur reichte es selbst den Kumanen letztendlich nicht. Deshalb überfiel er Kuttenberg und Skalitz. Er hatte es auf das Silber abgesehen. Das ergibt Sinn. Meine Herren, wie weit seid ihr mit dem Brief? Er ist fertig. Dann können wir losreiten. Denk daran, was wir gesagt haben, Junge. Überbringe nur den Brief. Hör dir die Antwort an und komm umgehend zurück. Verärgere Berghoff auf keinen Fall. Verärgern? Ich? Niemals, Onkel. Wir sind in ein paar Tagen zurück. Leb wohl, meine Herren. Komm, Heinrich, die Männer warten. Gute Reise wünsche ich. Aha, 85 Groschen. Glückwunsch, du hast die Hauptgeschichte abgeschlossen. Wenn du möchtest, kannst du dich noch in den Nebenquests und Aktivitäten widmen oder einfach die Spielwelt genießen. Du kannst das Spiel jederzeit beenden, indem du zu Herrn Hans Capons Gruppe stößt. Dann machen wir das jetzt. Komm schon, Heinrich. Meine Männer stehen schon im Hof. Wir können los. Aha. Okay, dann speichere ich jetzt hier nochmal neu ab. Jawohl.
Gott schütze dich, Heinrich. Vielleicht wäre es auch ganz sinnvoll, vorher nochmal in die Reinigung zu gehen und Sachen reparieren zu lassen. Machen wir das mal. Ich weiß nicht, ob hier nur noch eine Sequenz kommt oder ob da noch ein Spielabschnitt kommt. Also werde ich jetzt erst nochmal gerade reparieren lassen und Waschi-Waschi machen. Alles schwankt. Guck mal, vielleicht noch mal reparieren, wenn wir hier mit den, also mit unseren Sachen reparieren. Das ist gar nicht, was ich hier noch habe. Rüstungsset. Bam, 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 bam. Schneiderset. Aha. Oh, verdammt! Halt dich von den Leuten fern, wenn du nicht reiten kannst, du Tor! Allmächtiger! Ja, siehst ja, du ja, nicht, ja, dass hier Leute sind? Nee. Dein Gaul hätte mich fast totgetrampelt. Oh, das ist zu? Oh, es ist noch zu früh. Hm. Wie sieht's mit Nahrung aus? Dörfleisch essen. Da haben wir ein bisschen zu viel gegessen. Na, gucken wir mal, ob hinten das Haus schon offen ist. Das zuerst? Ich möchte die Dienste. Aha. Ich möchte meine. Du wirst es nicht. Klingeling. Eine Stunde. Nikopolis. Da habe ich jetzt nebenher die Wikipedia-Seite aufgemacht. Im Jahr 2032 wurde Nikopolis von den Bulgaren zerstört, die damit das Ende der Stadt besiegelten. Zwar wurde sie teilweise wieder aufgebaut, erreichte aber nicht mehr ihre alte Dimensionen. Das Zentrum verlagerte sich nach Preveza. Mhm. Also ein Name, von dem ich zumindest vorher nie wirklich gehört habe. Nikopolis oder Epirus. Ja. Schaut euch diese Gurken an. Ja, ja, ja. Ist immer noch zu. Dann warten wir gerade noch eine Stunde. Oder bis 9. Soll eigentlich reichen. Was ist außerdem bei Griechenland? Nikopolis. Da hätte man ja an dem Namen schon was vermuten können. Kohl! Kohl! Grüner Kohl! Ja, auf der Max-Stufe bin ich auch noch nicht. Da fehlt noch ein bisschen. Aber gut, das brauchen wir jetzt auch nicht. Gott sei mit dir.
Reparatur. Ja, das auswählen. Möge Gott dich behüten, Heinrich. So, Schneider. Einmal reparieren, bitte. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Pass auf, wo du hingehst. Ja. So, dann werden wir jetzt mit dem Typen reden und dann das Ende einläuten. Schauen wir mal. Ob wir dann noch, danach noch spielen oder ob das jetzt alles eine automatische Sequenz ist. Können wir aufbrechen, Heinrich? Ich kann es kaum erwarten. Ja, kann's kaum erwarten. Nun denn, aufsitzen! Der Herr von Bergo wird sich sicher freuen. Jeden Abend, wenn noch genug Licht ist, macht sie sich ans Werk. Mittlerweile ist sie nicht. Und jetzt kommt dann auch das, was in dem Trailer zu sehen war. Naja, wir müssen ja immer noch unser Schwert zurückholen. Also die Quest haben wir ja noch dazu. Also da wird dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen was an Kampf drin sein. Mal gucken. Wie lebt es sich als hochwohlgeborener Bastard? Ich gewöhne mich schon dran. Was ist mit Ratzig? Hat er erklärt, warum er sich nicht schon vorher zu dir bekannt hat? Hat er. Ich denke, jetzt wird alles gut. Schön zu hören. Als Adliger freundet man sich lieber mit einem adligen Bastard an, als mit einem Schmied. Selbst ein ehemaliger Schmied kann ganz schön austeilen, junger Herr. Was hältst du von Markgraf Jobst und seinem Plan? Nun, ich gebe zu, ich durchblicke all die Intrigen nicht ganz. Ich dachte, Sigismund sei der Teufel und Wenzel ein Märtyrer. Und auf der einen Seite Schurken, auf der anderen Helden. Ich dachte, wir befreien den König und alles wird wieder gut. Aber nun sieht alles viel komplizierter aus. Richtig. Ich hatte nicht erwartet, dass Adlige immer Engel sind, aber solche Abgründe ebenso wenig. Sie verhalten sich wie Kinder. Wie schaffen sie es, nach all der Hinterhältigkeit überhaupt noch miteinander zu reden? Das frage ich mich, ehrlich gesagt auch. So, wo will er lang? Oder aus. Wusstest du eigentlich, dass König Wenzel ein so nutzloser Trunkenbold ist? Nein. Und um ehrlich zu sein, wollte ich es auch gar nicht wissen. Ich schlief besser, als ich dachte, dass mich ein weiser und mächtiger König beschützt. Ich auch. Welch eine Welt, in der man nicht mal etwas auf den eigenen König geben kann. Andererseits waren die Zeiten unter ihm besser als nun, da er fort ist. Das ist wohl wahr. Na, dräng mich nicht ab. Was hältst du von Sigismund? Ich hätte schon viel früher die Nase voll von seinem Bruder gehabt. Aber er ist ein Monster. Sieh dir nur an, was seine Horden anrichten, was sie mit Skarlitz gemacht haben. Das ist wahr. Andererseits wäre nichts davon passiert, wenn Wenzel und Prokop ihn nicht hintergangen hätten. Er musste Skarlitz nicht gleich abbrennen. Ja, aber er konnte die Verräter nicht einfach gewähren lassen. Und dennoch, ich verurteile seine Taten. Er ist ein Wiesel. Oh ja. Das ist er. Tja, wie gesagt, für jede Sache, die das Spiel gut macht, kommt dann auch gleich
irgendein Problem. Aufgabe begonnen, hat sich jetzt wegteleportiert. Ernsthaft? Ja, sieht die Umgebung jetzt ganz cool aus. Da ist er. Genau, hier hatte ich anfangs diese Imba-Waffe oder die Imba-Rüstungsteile hergehabt. Die haben sie aber, glaube ich, nachträglich oder möglicherweise aus dem Spiel entfernt. Wie sieht's aus, Heinrich? Können wir los? Bist du bereit? Sicher, ich wollte dich noch etwas fragen. Ich habe da noch einige Fragen. Und hast du schon einmal von Ruprecht von der Pfalz gehört? Ja. Er schafft es nicht einmal, einem König die Macht abzunehmen, der sie gar nicht haben will und nicht verteidigt. Kein Mann, der das Zeug zum Regieren hat, wenn du mich fragst. Mehr muss man nicht wissen. Dieser Bergo? Und dieser Bergo, zu dem wir reiten? Weißt du irgendetwas über ihn? Ich habe kaum Gutes über ihn gehört, aber manche Adligen bewundern ihn offenbar dennoch. Seine Burg soll sehr beeindruckend sein. Ich freue mich schon, sie zu sehen. Mal gucken, ob wir die dann zu sehen bekommen. Was genau ist diese Herrenvereinigung? Ein wohlhabender und aufgeblasener Haufen. Der König mag sie wohl nicht besonders. Er umgab sich lieber mit Adligen niederen Ranges, zum Beispiel mit deinem Vater. Ich kann ihn verstehen, weißt du? Aber die Adligen waren wenig erfreut über ihren schwindenden Einfluss. Also handelten sie. Wäre ich Wenzel, hätte ich sie nach der ersten Entführung hängen lassen. Aber stattdessen gab er ihnen Macht im Provinzialrat. Kein Wunder, dass sie es wieder versucht haben. Noch nicht sicher. Aber sicher doch. Endlich komme ich mal raus und sehe mehr vom Land. Recht so. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Na dann, legen wir mal los. Endlich habe ich das Gefühl, mal etwas Sinnvolles zu tun. Wir helfen bei der Rettung des Königs. Anstatt diesen gekrönten Saufbold zu retten, würde ich lieber das Schwein ausfindig machen, das meine Eltern ermordet hat. Ich will mein Schwert zurückholen und diesen Bastard damit aufspießen. Kopf hoch, Heinrich. Ich bin mir sicher, dass du den Kerl erwischen wirst. Und das bestimmt schon bald. Auf geht's, Männer! Audentes Fortuna jubat! Okay. Dann haben wir jetzt das richtige Ende erreicht. Das war eigentlich jetzt ein bisschen dämlich. Also jetzt müsste ja, das war ja eigentlich abgeschlossen. Dann haben sie sich einen Wahnsinnsaufwand gemacht mit Tausenden von Dialogen. Also jetzt habe ich ja in den Jetzt habe ich ja in diesen 40 Minuten fast nur geredet. Das muss ja ein wahnsinniger Aufwand gewesen sein, das jetzt zu produzieren. Und dann
Passiert da aber irgendwie nichts. E zum Fortfahren. Ja. Und damit sind wir jetzt im Hauptmenü. Also. Das Ende war jetzt jedenfalls etwas seltsam. Na gut, dann sage ich auch wieder ciao, danke fürs Zuschauen und wie gesagt, Review gibt's auf dem Review-Kanal. Bis zum nächsten Mal.